Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Ich freue mich total, dass ich heute mal wieder eine Mitarbeiterin am Mikro habe. Herzlich willkommen, Christine, in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank. Also mir gegenüber sitzt Christine Jositzka. Und Christine ist jetzt gerade aus der Elternzeit zurückgekommen. Ganz, ganz frisch. Ja. Du bist noch keine Woche seit Dienstag bin ich wieder da. Genau. Ja, ganz frisch. Und mich interessiert natürlich, ob du jetzt während dieser Zeit zu Hause auch Sehnsucht nach uns hattest. Ja, ganz doll. Das ist ja in kürzester Zeit mein zweites Baby. 2018 haben wir ja unsere Große, unsere Isabella bekommen. Und jetzt ist 2021 Erik geboren worden. Und deswegen bin ich dieses Mal voller Euphorie gewesen, wieder arbeiten gehen zu können, herzukommen. Auch die Schwangerschaft ist so schnell vergangen und die Elternzeit, schwupps, war sie vorbei und ich konnte wieder arbeiten. Ich bin auch hier viel gewesen, um Bücher auszuleihen, abzugeben. Man wurde eingeladen, denn doch mal so nach Weihnachtsfeier oder zu Massage bin ich regelmäßig gekommen, was sehr, sehr schön ist, sodass der Kontakt ja Gott sei Dank nie abgebrochen ist. Aber Sehnsucht war dann doch schon da, wieder arbeiten zu können und wieder Christine zu sein und nicht nur Mama. Ja. Ja, doch, ich habe mich sehr gefreut, wieder hier sein zu können. Also du könntest dir jetzt auch nicht vorstellen, ganz und gar zu Hause zu bleiben? Nein, hättest du mich damals vor meinen beiden gefragt, hätte ich gesagt, yeah, voll, nur Mama. Ja? Aber jetzt, wo die zwei auf der Welt sind, ist es schön, einen Ausgleich zu haben. Mhm. Jetzt nicht nur zu Hause, Hausarbeit, Kinder und die zu beschäftigen, sondern auch seinen Kopf ein bisschen anders anstrengen zu können. Das wollte ich gerade sagen. Der Kopf braucht auch mal was anderes. Der Kopf braucht was anderes. Mein Mann sagte dann irgendwann am Ende, du verblödest langsam. Vielleicht hat er nicht ganz irre. Hatte er dafür einen Grund? Ja, doch, wirklich. Bei einigen Sachen denkst du nur noch an Kinder und Familie und kannst so manchmal über den Tellerrand nicht mehr hinausschauen. Und das ist natürlich schön, dass man auf Arbeit dann doch wieder Christine ist und ich dort mein Ich auch wieder ausleben kann. Genau, und dass du auch anders gefordert wirst. Ja, ne? ja, das habe ich sehr, sehr vermisst jetzt auch. Also, du hast Anteil genommen an dem, was hier passiert, habe ich jetzt so rausgehört. Ja. Ne? Du hast uns nicht aus den Augen verloren. Nein, und ich auch Gott nicht. Sei Dank, ja. Also, nein, dank unserer WhatsApp-Gruppe ist das ja immer schön, auch auf dem Laufenden zu sein. Und da war ich sehr, sehr glücklich und dankbar drüber. Genau. Also, du hast dann also mit Freude deinen ersten Arbeitstag begonnen? Ja, ich konnte es gar nicht erwarten. Doch, ich war natürlich aufgeregt, weil am 6.6. hatte unser Sohn jetzt auch noch Geburtstag, seinen ersten Geburtstag. Erik ist jetzt ein Jahr. Und den nächsten Tag dann gleich arbeiten, war für mich dann schon aufregend. Ich habe am Abend dann auch gesagt zu meinem Mann, ich weiß gar nicht, was jetzt aufregender war, der Geburtstag der erste oder der erste Arbeitstag. Ja, nein, ich war sehr aufgeregt und habe mich sehr gefreut. Mhm. Und wie wird das jetzt? Startest du nahtlos oder geht das jetzt nahtlos weiter? Nein, leider nicht. Was du vorher gemacht hast? Ach so, was ich zum vorher gemacht habe, ja, die Aufgaben sind natürlich von Kollegen übernommen worden in der Zeit, in der ich jetzt hier nicht war, was auch sehr, sehr schön ist. Die übernehme ich natürlich, Kinderveranstaltung habe ich heute jetzt meine erste gehabt, meine Kita, wirklich? Ja, heute Morgen war die erste Kita wieder da, die ich ganz alleine betreut habe. Wie war das? Erzähl mal ganz kurz. Toll, es war wie, als wenn ich gar nicht weg gewesen bin. Durch einer konnte ich gestern schon an einer Veranstaltung teilnehmen. Die Kinder haben sich auch ganz doll gefreut, mich wieder zu erkennen und dass ich wieder da bin. Als Lehrerin kannte ich und war sehr, sehr schön. Nee, es war, als ob diese anderthalb Jahre nie existierten. Schön. Als ob einfach so, ach, ich war jetzt gestern weg und komme jetzt heute wieder. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass du damals, also vor deiner Elternzeit, einmal gesagt hast, ich liebe diese Kinder, als sie dann wieder draußen waren. Ne? Ja, das habe ich heute auch gedacht. Oder an einem Tag, da kam, glaube ich, mal eine, oder war gerade mal ein Tag ohne Kita-Gruppe oder Schule. Und da hast du auch ganz traurig gesagt, so heute kommt gar keine Heute kommt uns keiner besuchen. Gruppe. Nein. Ja, da warst du ganz traurig. Also du bist so wirklich Feuer und Flamme und kannst es gar nicht erwarten. Ne? Dafür, dass man so zwei kleine Monsterchen ja schon zu Hause hat, freut man sich auch noch auf die, die einem hier besuchen kommen, denen man was zeigen kann, vorlesen kann. Umso schöner ist es, wenn sie natürlich wieder gehen. Nein, es ist so wundervoll, dass die Kinder zu uns kommen. Es ist ganz toll, wenn die Bibliothek belebt ist und die Kinder hier gerne sind. Es ist aber auch schön, wenn sie denn
wieder gehen und das Haus ganz kurz eine ganz besondere Stille hat. Mhm. Das ist auch schön. Mhm. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass sich in der Zeit, wo du jetzt weg warst, viel verändert hat? Ja, leider. Es sind ganz viele Kollegen gegangen, mit denen ich viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe. Einige konnte ich leider nicht verabschieden, weil es dann doch entweder kurzfristig war oder dank Corona nicht möglich. Und das ist natürlich sehr schade, dass so viele gegangen sind. Da sind natürlich auch neue hinzugekommen. Wir haben Azubis übernommen. Wir haben neue Azubis hier auch in die Ausbildung genommen, die ich noch nicht kennenlernen konnte. Mhm. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen üben, wer jetzt alles da ist und wie sie alle heißen. Doch, ja. Und dann gibt es ja auch Veränderungen in der Bibliothek selbst. Ne? Ja. Also die Kinderbibliothek ist ja jetzt komplett neu sortiert sozusagen. Da weiß ich Gott sei Dank noch, wo was ist. Also ich kann auch Augen zu und noch einstellen, das kriege ich noch sehr gut. Aber es wurde ja das Ordnungsprinzip deutlich verändert. Ich habe jetzt keine Probleme gehabt. Okay. Das nein. Ist schön. Nein, jetzt. Also Kinderbibliothek ja noch nie. Mhm. Und im Haus habe ich mich eigentlich auch sehr gut zurechtgefunden. Ich habe jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt hat sich so viel verändert, dass ich jetzt erstmal neu gucken muss. DVDs sind ja neue Aufstellungen zugekommen. Da musste ich erst beim Einstellen ein bisschen gucken. Aber im Grunde genommen finde ich mich sehr gut wieder zurecht. Mhm. Schön. Mhm. Nun wohnst du ja in unmittelbarer Nähe. Ja, vom Vorteil manchmal vom Nachteil. Ja, das stimmt. Da kann man dich auch mal schnell holen. Ja, ja, ja. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe auch, die Briefkasten zu leeren, wenn der länger zu ist, was sehr, sehr schön ist. Ich habe auch viele Leser, die man dann hier so mal sieht oder auch Kinder. Das ist doch die, die uns vorliest. Ja, ja, das ist sehr schön. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass deine Kinder dich dann öfter mal besuchen, ja, mit Papa oder später auch mal alleine. Ja, natürlich. Isabella ist ja gefühlt hier schon mit aufgewachsen und reingewachsen. Die kennt ja nichts. Die rennt ja hier rum, als ob es ihre Bibliothek wäre. Das war damals schon, als es Erik noch nicht gab, dass mein Mann und Isabella mich besucht haben. Da war es sehr, sehr schön ist. Ich habe im Spätdienst immer sehnsüchtig auf die Tür geguckt, kommen Sie jetzt rein, kommen Sie sich hin, kommen Sie jetzt. Und dann ist man gerade beschäftigt und dann stehen Sie vor einem. Ja. Nein, natürlich werden Sie mich bestimmt hoffentlich besuchen. Ja. Und Isabella und Erik werden dann auch hier wieder durch die Bibliothek rennen. Das ist ja für deine Kinder, also Isabella kennt das ja, dass du auch arbeiten gehst. Ja, ne? Ja, für Erik ist es einfach neu. Nicht. Nein, der hat noch ein bisschen zu knabbern. Genau. Mein Mann ist jetzt zu Hause, hat jetzt einen Monat Elternzeit, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Er macht das fantastisch. Ich bin ganz, ganz, ganz so stolz. Alle leben. Haus steht noch. Nein, natürlich hat Erik ein bisschen zu kämpfen, dass Mama jetzt nicht da ist. Das ist natürlich eine Umstellung für ihn. Isabella fragt, Mama, aber du kommst denn auch wieder? Ja, Mama kommt auch wieder nach der Arbeit. Aber Mama ist jetzt auch mal jetzt ein bisschen weg. Und der Papa ist zu Hause. Das ist auch sehr schön. Nun hast du ja, wenn du hier mit Kita und Schulklassenveranstaltungen machst, ja immer nur mit, was heißt nur, also eben mit kleinen Kindern zu tun oder mit Grundschülern. Könntest du dir auch vorstellen, mal mit weiterführenden Schulen das zu machen? Das ist süß, dass du das fragst, weil das ist ja genau dein Metier. Ja, ich denke schon. Jetzt ist es natürlich gerade passend, weil meine Kinder auch klein sind. Da hat man Literatur, die man natürlich auch zu Hause durchnimmt und auch einen besseren Draht. Gerade zu den Kleinen, die haben mir aber schon immer sehr am Herzen gelegen. Bei den Großen, muss ich gestehen, hat man natürlich noch ein bisschen Hemmung, ne? Weil pubertierende Kinder sind natürlich auch nicht ohne. Mhm. Ja, warum nicht? Man entwickelt sich ja auch in seinem Berufsleben und durchaus kann man Perspektiven schon sagen, ist jetzt nicht, dass es völlig aus meinem Sinn ist. Das höre ich sehr gerne. Ja, freust du dich, ne? Ja, ich freue mich. Weil ich ja so perspektivisch gesehen in naher Zukunft, ist jetzt gar nicht mehr so lange, meine Aufgaben ja auch übergeben muss. Und dann wäre das sehr schön, wenn ich weiß, das macht jetzt auch jemand weiter. Ne? Schön. Vielleicht nicht ganz vergessen. Ja, und da haben wir schon mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Hast du denn auch ansonsten noch irgendwelche Ziele und Visionen? Oder kannst du dir vorstellen, hier irgendwas zu verändern? Also ich muss gestehen, dass ich schon immer hier sehr, sehr glücklich war und auch bin in dem, was ich arbeiten kann und wie ich arbeiten kann. Ich kann sehr, sehr frei arbeiten, was mich sehr glücklich macht.
Erstens, weil wir eine tolle Chefin haben und finde ich auch ein wundervolles Team, was ja, das auch möglich macht, dass man auch frei sein kann und auch seine Ideen und auch mal seine Kritik äußern kann. Mhm. Natürlich wünscht man sich immer perspektivisch ein bisschen mehr. Ich bin auch schon lange hier, man glaubt es gar nicht, aber seit 2004. Wirklich? Seit 2004. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, damit ich auch nichts Falsches erzähle. Ja, 2000. Überleg dir das mal, das sind ja bald 20 Jahre. Ja. Ich bin... Kann ich gar nicht glauben. Doch, bin ich aber. Bist du ganz sicher? Definitiv 2004 bis 2007 hier die Ausbildung. Und dann wurde ich übernommen für ein Jahr Erich-Weinert-Bibliothek. Und seit 2008 bin ich eigentlich hier in der Hauptbibliothek und wollte auch nie weg. Mhm. Ich finde, weil das Haus einfach wundervoll ist und man hier mehr Möglichkeiten hat als vielleicht in einer Zweigbibliothek und ich mich hier sehr, sehr gut ausleben kann und gleich auch Kinderveranstaltung und Vertretung für den anleitenden Facharbeiter. Also ich habe wirklich Aufgaben, die machen mich glücklich und die fordern und fördern mich. Mhm. Natürlich sage ich in Zukunft, wenn sich da ein Weg für mich öffnet, wo ich noch mehr Verantwortung machen kann oder noch mehr mein eigener Herr sein kann, immer wieder gerne, aber ich denke, dass mir Kinderbibliothek doch am meisten liegt. Mhm. Und auch diese Kindermedien sprechen mich persönlich am meisten natürlich an. Ja. Und wenn jetzt natürlich jemand sagt, also Christine, die Stelle ist gerade frei, möchtest du nicht? Naja, wenn es eine bessere ist, dann sagt man ja nicht nein. Ne? Mhm. Ja. Okay, also du blockst jetzt auch nicht ab. Nein. Du, nein, es will gut überlegt werden. Ne? Ja. Man hat ja für sich vielleicht auch einen Plan, wo man hin möchte, aber es ist weiterhin nur die Bibliothek, die ich eigentlich möchte. Mhm. Schön. Mhm. Also ich gehe nicht so schnell weg. Das hofft auch niemand. Nein. Du bist ja, also eine Bereicherung auf jeden Fall für diese Bibliothek. Und immer wenn jemand für längere Zeit ausfällt, dann ist das immer eine Lücke, eine ganz große Lücke, die irgendwie versucht wird, also wir versuchen das aufzufangen, ja, diejenigen, die noch da sind. Aber jetzt bist du wieder da und das ist sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Und jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Und da bin ich ganz gespannt. Aber ich auch. Und du musst dann immer ganz schnell dich für eine Variante entscheiden. Okay, na denn? Also, Christine, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Stadt oder Land? Land. Naherholung oder Weltreise? Naherholung. 5:05 oder genügend Zeit? Zeit. Laut oder leise? Laut. Döner oder Donauwelle? Beides ist lecker. Kann ich erst das eine und dann zum Nachtisch das andere bekommen? Okay. Vorwärts oder rückwärts? Vorwärts. Altersvorsorge oder Kohle raus, man lebt nur einmal? Mein Mann sagt, ich gebe zu viel Geld aus, also Kohle raus. Richtig. Ja. Okay, liebe Christine, ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr erfrischendes Gespräch. Ja, mal was Neues war. Ja, das macht immer Spaß mit dir. Oder wenn ich in die Bibliothek komme und ich höre dich lachen, dann denke ich, ja, es herrscht gute Laune in diesem Haus. Das ist schön. Ja, dafür danke ich dir auch ganz herzlich. Danke. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten auch Spaß an dieser Folge und haben jetzt ganz viel Neues erfahren über unsere Kollegin Christine Josicka. Was heißt Neues, aber ein bisschen Einblick bekommen. Mhm. Und Sie werden sie wiedererkennen, wenn sie zu uns kommen. Oder auf jeden zumindest Fall. Hören. Spätestens, wenn sie lacht. Genau. Also, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis nächsten Mittwoch.